Haben wir nicht alle den Traum vom eigenen Haus mit dem schönen Garten? Viele Menschen kümmern sich gerade schon um die richtige Finanzierung oder sie suchen auch den passenden Hersteller. Wir haben eine Familie getroffen, bei der ist beim ersten Versuch wirklich alles schiefgegangen. Jetzt haben sie eine Checkliste erstellt, sodass beim zweiten Mal alles klappt. Rüdiger und Britta Maus haben schon lange den Wunsch zu bauen und im eigenen Haus zu leben. Im letzten Jahr wähnten sich die Münchner bereits am Ziel. Doch ihr Haus musste noch im Rohbau abgerissen werden. Gutachter stellten gravierende Mängel in der Statik fest. Sie planen um. Statt ein Massivhaus soll es nun ein Fertighaus werden. Und sie wollen mit einem seriösen Anbieter bauen. 6 Wochen stecken sie in die Analyse der Baufirmen und deren Bauleistungsbeschreibungen. Was gehört zum Standard? Wie dick ist die Bodenplatte? Wo kommt das Holz her? Wie sind die Wände gedämmt? All diese Erkenntnisse fließen in eine Excel-Tabelle ein. Wer von den Anbietern am wenigsten rot markierte Felder in ihrer Liste aufweist, erhält den Zuschlag. Wir haben quasi drei Übergabefaktoren gehabt. Das ist einmal die Qualität, das sind die Kosten und die Zeit. Und dann klar, wenn man die erste Bauleistungsbeschreibung sich durchliest, dann kommen da immer mehr Kriterien auf, die man dann auch ein bisschen rankt. Anfangs war es eigentlich der Ausschluss von anderen. Also der Ausschluss von anderen Herstellern war schneller als die endgültige Entscheidung, das machen wir jetzt. Also wirklich diese Schwelle zu überschreiten, der wird es jetzt, mit dem gehen wir. Die Wahl fällt auf Schwörerhaus. Hier war nichts rot markiert, die Tabelle gibt sozusagen grünes Licht für das Unternehmen von der Schwäbischen Alb. Mit ausschlaggebend war unter anderem der schriftlich fixierte Termin der Hausübergabe. Andere Anbieter hätten dies nur mündlich zugesichert. Und auch das Beratungsgespräch mit dem Bauberater war mehr als zufriedenstellend. Ich werde präsent sein bis zur Übergabe. Es werden noch viele Fragen kommen, automatisch. Ich bin da, um sie zu beantworten. Er ist einer der Bauberater gewesen, der wirklich sich jetzt gerade 4 Stunden Zeit für uns genommen hat. Und wirklich im Detail die verschiedenen technischen Fragen, die wir hatten, sind wir im Detail schon durchgegangen. Jetzt freuen sich die beiden auf ihr Haus und können weiter planen. Denn nun geht es an die Ausstattung des Hauses. Dafür fahren sie nach Oberstetten, dem Firmensitz ihres Hausanbieters. Dort werden sie von der Beraterin Annika Veit empfangen. Sie führt das Paar durch die Ausstellung. Viele Entscheidungen stehen heute an. Welche Türen oder Fenster soll ihr Haus bekommen? Welchen Boden und welche Treppe? Auch das Badezimmer wird geplant. Wichtig ist ihnen eine große Dusche. Doch es geht nicht nur um die Innenausstattung. Auch die Farbe der Fassade wird mit Hilfe der Schwörerberaterin geklärt. Wir haben uns letztlich für das Sandfarben entschieden, weil wir das dann nochmal mit den verschiedenen Farben abgeglichen haben und festgestellt haben, es ist einfach harmoniert mit dem Dach, von dem Stil des Hauses, es sind warme Töne und es hat uns letztlich am besten gefallen. Und wichtig ist ja auch beim Haus dementsprechend, das Äußere ist der erste Eindruck. Das heißt, die Leute, die vorbeifahren und auch die Gäste, die kommen, die sehen als erstes das Haus von außen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir dort auch eine wärmere Farbe wählen, weil das doch was Freundlicheres hat. Außerdem schauen Sie sich im Musterhauspark ein Haus an, das Ihrem fast identisch ist. Der Wohn-Ess-Bereich ist nahezu gleich konzipiert. Und so können Sie erleben, wie sich Ihr zukünftiges Wohnen anfühlt. Es war ein erfolgreicher Tag für das Paar. Was Ihre Checkliste Ihnen bereits sagte, das sehen Sie hier bestätigt. Was mich jetzt positiv überrascht hat, war dann gerade die Auswahl der Zimmertüren. Also da hätte ich nicht mit so viel Auswahl gerechnet. Ich dachte, da gibt es vielleicht 3, zwischen denen man sich entscheiden kann, aber das waren dann schon deutlich mehr. Also da war ich dann eher positiv nochmal überrascht. Auch das Thema Elektro dementsprechend in der Leistungsbeschreibung und das, was in den Räumen dementsprechend jetzt enthalten ist, auch die Standard-Schalter-Serie, das entspricht 1:1 der Bauleistungsbeschreibung. Ja. Genau. Die intensive Recherche hat sich gelohnt. Bauherrschaft und Baufirma haben sich gefunden. Alle Fragen sind geklärt und nun ist das Bauunternehmen am Zug. Das hat die Übergabe im März schriftlich garantiert. Und hier wird es dann stehen. Hier ist das Wohnzimmer. Hier sind wir in der Küche. Hier ist das Gästebad. Und hier sind wir im Gästezimmer. Hier ist die Haustechnik. Und hier geht's nach oben. Und das wird unser Haus.